breathing? I don't think so. Have you checked? Michelle, she's cold. Okay. Listen to me. Did you see what happened? I don't know. Kathy, come here, sweetie. I'm here with her daughter. Okay. In unserem ersten Fall werden wir in die Tiefen eines erschütternden Angriffs gegen eine wehrlose Person eintauchen. Wir diskutieren die Lebensgeschichten hinter dieser Tragödie und die Sackgassen, in denen sie sich befindet. Wir werden auch die schlimmste Entdeckung machen, die eine Schwester machen kann, einen Notruf und die schockierenden Details dieser Entdeckung. Wenn Sie bereit sind, fangen wir an. Aaron Peitsch wurde 1998 in Perth, Westaustralien, geboren. Schon früh während seiner Schulzeit bemerkte seine Familie eigenartige Verhaltensweisen bei ihm und entschied sich, ihn zum Arzt zu bringen. Nach diversen Untersuchungen wurde bei Aaron das Asperger-Syndrom diagnostiziert, eine Entwicklungsstörung, die sich durch Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion und nonverbale Kommunikation auszeichnet. Personen mit Asperger-Syndrom neigen oft zu begrenzten und wiederholenden Verhaltensmustern und zeichnen sich durch eine intensive Beschäftigung mit spezifischen Themen aus. Trotz dieser Herausforderungen verfügen viele über durchschnittliche bis überdurchschnittliche Intelligenz und können in ihren Interessensgebieten Erfolge erzielen. Aaron war keine Ausnahme. Obwohl es ihm schwerfiel, mit Gleichaltrigen zu kommunizieren, hatte er eine große Leidenschaft für Video- und Computerspiele. Nach dem Abschluss der Highschool besuchte Aaron eine technische und weiterführende Bildungseinrichtung in Australien, wo er sich als vielversprechender Student erwies. Seine Mitbewohner beschrieben ihn als gutmütig, freundlich und stets gesprächsbereit. Aaron träumte davon, eine gute Arbeitsstelle zu finden und in Japan zu leben, doch leider sollten sich diese Träume nicht erfüllen. Gemma Lilly wurde 1991 in Stanford, England, geboren. Sie wuchs in einer Familie auf, die weit entfernt von einem idyllischen Familienbild war. Ihre Mutter litt unter psychischen Erkrankungen und neigte dazu, ihren Zorn an ihrem Mann und ihren Kindern auszulassen. Ihr Vater entschied sich nach längerem Aushalten für eine Scheidung und baute ein neues Leben für sich und seine zwei Kinder auf. Obwohl sie physisch in Sicherheit waren, waren die Seelen der Kinder bereits tief verletzt. Schon mit 6 Jahren entwickelte Gemma eine Faszination für Gewalt. Sie mochte Filme über Serienmörder, kleidete sich gerne wie die bösen Charaktere und trug ständig ein Messer bei sich, um ihre Obsession weiter zu vertiefen. Zudem wurde bei Gemma Dyslexie und Autismus diagnostiziert, was zu ihrer Isolation von Gleichaltrigen führte. Mit 15 Jahren schrieb sie ein Buch mit dem Titel Playzone, das von einem Serienmörder namens SOS handelte. Angelehnt an den echten Serienmörder David Berkowitz, der in den 1970er Jahren für den Tod von mindestens 8 Menschen in und um New York verantwortlich war. Ein Jahr nachdem sie ihr Buch fertiggestellt hatte, verließ Gemma die Schule aufgrund schlechter Noten, unangemessenen Verhaltensweisen und Gewalttaten gegenüber Klassenkameraden. Im Jahr 2010 entschied sie sich für einen Neuanfang im Ausland und reiste nach Perth in Westaustralien, wo der letzte Abschnitt ihrer Reise begann. Dort lebte ein enger Freund ihres Vaters, der sie trotz ihrer beunruhigenden Verhaltensweisen finanziell unterstützte und ihr half, Teilzeitjobs zu finden. Unter anderem arbeitete sie als Kassiererin in einem Supermarkt und als Assistentin in einem Tattoo-Studio, welches sie besonders mochte. Im Laufe der Zeit, während Gemma ihren Körper mit Tattoos bedeckte, begann sie ihr Leben in Australien immer mehr zu lieben, obwohl ihr Visum dem Ende zuging. Sie wollte dauerhaft in Australien bleiben, hatte jedoch rechtlich begrenzte Möglichkeiten. Schließlich fand sie einen Weg, das System zu umgehen. Im Jahr 2012 heiratete sie einen homosexuellen Freund, Gordon Galbraith, den sie liebevoll Gacy nannte, da sie ihn mit ihrem Idol John Wayne Gacy verglich.
Nach der Hochzeit stellte Gemma einen Antrag auf dauerhafte Aufenthaltserlaubnis und Australien wurde schließlich ihr neues Zuhause. Während ihres Aufenthalts schrieb sie eine Reihe von Artikeln für das US-Magazin Serial Killer und verfasste Geschichten über den Mörder Eric Edgar Cook. Kurz nachdem ihr dauerhafter Wohnsitz bestätigt wurde, nahm ihr Ehemann Gordon sein Leben und in der Todesurkunde wurde ihr Beziehungsstatus als getrennt angegeben. Das hätte für Gemma problematisch sein können, da es ihren Aufenthaltsstatus beeinflussen könnte. Sie gab jedoch später an, dass sie sich bereits vor einigen Wochen von ihrem Ehemann entfremdet hatte und sie getrennt lebten, was sie jedoch dem System gegenüber verschwieg. Durch einen gemeinsamen Bekannten lernte sie Trudy Lennon kennen. Und obwohl Trudy 17 Jahre älter war, wurden sie enge Freundinnen. Kurz nachdem sie sich kennengelernt hatten, begannen sie eine sexuelle Beziehung, die durch ihre Neigung zur Gewalt noch enger wurde. Gemma und Trudy trafen sich, als Trudy eine Ausbildung am TAFE absolvierte. Ein gemeinsamer Freund aus ihrem Freundeskreis, Aaron Pajich, war bekannt für seine Expertise in Computerangelegenheiten und wurde geschätzt, weil er technische Probleme lösen konnte. Es war bekannt, dass Aaron am Asperger-Syndrom litt, was ihn leider zu einem verwundbaren Ziel machte. Am Morgen des 13. Juni 2016, nachdem Trudy ihre Kinder zur Schule gebracht hatte, kontaktierte sie Aaron wegen einiger Computerprobleme und fragte, ob er vorbeikommen und helfen könne. Als Gegenleistung versprach sie, zusammen Videospiele zu spielen. Aaron, bekannt für sein Interesse an Computern und Videospielen, zögerte nicht zu helfen und machte sich auf den Weg zum vereinbarten Treffpunkt im Einkaufszentrum. Was Aaron jedoch nicht wusste, war, dass eigentlich keine Hilfe bei einem Computerproblem gesucht wurde und er Teil der fiktiven Handlung des Romans Playzone werden würde. Als er ankam, führte Trudy ihn ins Wohnzimmer, zeigte ihm einen zu reparierenden Computer und bot ihm dann eine Tasse Kaffee an. Zwei Tage nach Aarons Besuch bemerkte seine Familie, dass ihr Sohn nicht vom Einkaufszentrum zurückgekehrt war und meldete sein Verschwinden der Polizei. Die Vermisstenanzeige des 18-jährigen Aaron, der am Asperger-Syndrom leidet, wurde von der Polizei ernst genommen. Untersuchungen von Telefonprotokollen zeigten, dass der letzte Anruf, den Aaron erhalten hatte, am Tag seines Verschwindens von Trudy Lennon kam. Die Polizei untersuchte die Sicherheitskameraaufnahmen des Einkaufszentrums, um Aarons Bewegungen zu verfolgen. Die Aufnahmen zeigten, wie Aaron in ein Auto stieg und wegfuhr. Das Auto war auf Trudy registriert und die Person auf dem Beifahrersitz war ihre engste Freundin, Gemma. 8 Tage nach der letzten Sichtung von Aaron stießen Polizeibeamte bei einem Besuch im Haus von Gemma und Trudy auf eine erschütternde Szene. Bei der Durchsuchung von Gemmas und Trudys Haus fand die Polizei verschiedene Messer, Skalpelle und eine Knochensäge sowie handschriftliche Notizen über Foltermethoden. In der Garage entdeckten sie einen Kochtopf mit Fleischresten, der in einem Säurebad stand. In Gemmas Schlafzimmer bemerkten sie einen kürzlich entfernten Teppich und eine mit einem Möbelstück bedeckte Fläche. Die Funde im Haus waren zutiefst beunruhigend, gaben jedoch keinen Aufschluss über Aarons Verbleib. Gemma und Trudy bestritten jegliche Beteiligung an Aarons Verschwinden und beantworteten die Fragen der Ermittler. Ein Polizist, der den Hinterhof inspizierte, bemerkte eine frisch errichtete Veranda und bat um Auskunft über diese Konstruktion. Gemma behauptete, es sei ein Spielbereich für Kinder, obwohl die Fliesen schlecht verlegt und offensichtlich laienhaft angebracht waren. Nachdem die Veranda entfernt wurde, fand man Aarons Leiche, die mit Frischhaltefolie umwickelt war, sowie weitere Überreste. Die Autopsie ergab, dass Aaron durch Ersticken getötet wurde, seine Lunge und Leber durchstochen und seine Halsschlagader durchtrennt wurden. Nach dem Auffinden des Leichnams wurde das Gelände als Tatort abgesperrt und Gemma sowie Trudy wurden festgenommen. Am 22. Juni 2016 wurden beide wegen des Mordes an Aaron angeklagt. In den ersten Verhören behaupteten sie, Aaron nicht zu kennen und bestritten jegliche Verbindung zum Mord.
Als jedoch weitere Beweise auftauchten, begannen sie, sich gegenseitig zu beschuldigen. Trudy behauptete, Yemma habe den Mord begangen. Trudy gab zu, Aaron ins Haus gebracht zu haben, behauptete jedoch, nicht gewusst zu haben, dass Yemma ihn töten würde. Sie gestand, Yemma geholfen zu haben, ihn zu erwürgen und zu erstechen und beteiligte sich auch an der Beseitigung des Tatorts und der Versteckung der Beweise. Yemma erzählte, sie hätten sich zu dritt getroffen und Kaffee getrunken. Später sei ihr schwindelig geworden und sie sei im Wohnzimmer ohnmächtig geworden, möglicherweise weil Trudy ihr Beruhigungsmittel in den Kaffee gemischt hatte. Als sie um 2 Uhr nachts aufwachte, sah sie Aarons Tasche in der Küche und fragte nach seinem Verbleib. Trudy habe behauptet, sie würde Aaron am nächsten Tag an der Universität sehen. Beide Frauen bestritten, eine Rolle bei der Tat gespielt zu haben und weigerten sich, Verantwortung zu übernehmen. Die Beweise deuten jedoch darauf hin, dass sie den Mord geplant hatten. Am Tag des Verbrechens wurde Aaron sofort ins Wohnzimmer geführt, nachdem er ins Haus kam. Trudy zeigte ihm dort einen defekten Computer und bot ihm dann eine Tasse Kaffee an. Während Aaron sich auf den Computer konzentrierte, näherte sich Yemma von hinten mit einem Draht und versuchte, ihn zu erwürgen. Trotz Aarons Versuchen, den Draht von seinem Hals zu lösen, war sein Kampf um Luft vergeblich. Während Trudy Aaron zu Boden drückte, stach Yemma ihn 3-mal in den Hals und in die Brust und sah zu, wie er an Blutverlust starb. Anstatt ihren Plan, die Leiche in Säure aufzulösen, umzusetzen, begruben sie ihn in einem flachen Grab im Hinterhof. Nachdem sie ihren dunklen Begierden nachgegeben hatten, reinigten sie das Haus und setzten ihr Leben fort. Yemma genoss die Ereignisse am meisten und sah sich als Verkörperung ihres Charakters SOS in der Realität. Die Freude über Aarons Ermordung hielt bei ihr tagelang an. In einer Nachricht an Trudy schrieb sie: "Ich sehe Dinge, die ich nie zuvor gesehen habe, fühle Dinge, die ich nie zuvor gefühlt habe. Es ist unglaublich ermächtigend, danke Trudy." Obwohl sie glaubten, ihre Tat würde unentdeckt bleiben, bewiesen die hinterlassenen Beweise das Gegenteil. Aufnahmen aus einem örtlichen Baumarkt zeigten, dass sie einen Tag vor der Tat eine Säge, Beton und Salzsäure gekauft hatten. Am 1. November 2017 verurteilte die Jury nach einem 5-wöchigen Prozess beide Frauen zu lebenslanger Haftstrafe. Bei der Verkündung des Urteils zeigten die Frauen keinerlei Emotionen und der Richter sagte, sie handelten nicht aus Hass, Rache oder in der Hoffnung auf persönlichen Gewinn. Die Idee, jemanden zu töten, erregte sie beide. Sie sahen es als Erfüllung ihrer Fantasien, in der Hoffnung, Freude am Nehmen eines Lebens zu finden, und begingen diese abscheuliche Tat. Yemmas Vater erklärte nach der Verurteilung, er glaube an die Unschuld seiner Tochter. Im Jahr 2018 wurde Trudy von einer Mitgefangenen attackiert, die ihr kochendes Wasser übergoss, während sie auf Medikamente wartete. Die Angreiferin gab an, von Trudys Verbrechen angewidert zu sein und deshalb zugeschlagen zu haben. Im September 2020 erhielt Aarons Vater insgesamt $25.000 als Entschädigung für den mentalen und emotionalen Schock, den er nach der Tragödie erlitten hatte. Bevor wir zum zweiten Spannungsteil des Videos übergehen, bitte ich euch, dieses Video zu liken und eure Gedanken darüber in den Kommentaren zu teilen. Ein einfacher Klick auf Gefällt mir ist für uns von entscheidender Bedeutung. Danke. Wir besuchen Raleigh, die Hauptstadt und zugleich zweitgrößte Stadt des Bundesstaates North Carolina. Michelle Young wurde am 17. Februar 1977 in New York geboren und ist dort aufgewachsen. Ihre Familie beschrieb sie als lebensfrohe junge Frau mit viel Selbstvertrauen. Sie war Kapitänin des Cheerleader-Teams an ihrer Highschool. Nach ihrem Abschluss schrieb sich Michelle für ein Finanzstudium an der North Carolina State University ein, mit dem Ziel, Steueranwältin zu werden. Durch harte Arbeit erlangte sie einen Masterabschluss in Buchhaltung und erhielt ein Jobangebot von einer lokalen Buchhaltungsfirma. Im Februar 2001 lernte sie Jason in einer Bar kennen, in die sie an ihrem Geburtstag mit Freunden gegangen war. Sie stellten fest, dass sie beide Absolventen der State University waren
und eine Leidenschaft für Fußball teilten. Ihre Beziehung entwickelte sich schnell zu einer ernsten Angelegenheit. Jason kam unter dem Vorwand von Geschäftsreisen häufig nach Raleigh, um Michelle zu sehen. Als ihre Beziehung intensiver wurde, zog Jason nach Raleigh und sie begannen zusammenzuleben. 2 Jahre später erfuhren sie, dass Michelle schwanger war. Da sie keine Krankenversicherung hatten und die Geburtskosten in den USA hoch sind, entschieden sie zu heiraten. Die Hochzeit fand 2003 statt und krönte ihre Liebe mit einer großen Feier. 6 Monate später wurde ihre Tochter Cassidy geboren. Michelles Schwester Meredith zog ebenfalls nach Raleigh, um der Familie zu helfen. Im Frühjahr 2006 teilte Michelle Jason mit, dass sie zum 2. Mal schwanger war, was außerhalb ihrer Pläne lag. Auf dem Weg, die Schwangerschaft zu feiern, hatten sie ihre Tochter bei den Großeltern gelassen, aber auf dem Rückweg hatten sie einen Autounfall. Aufgrund des mentalen Stresses erlitt Michelle einige Tage später eine Fehlgeburt. Ein paar Monate später wurde Michelle jedoch wieder schwanger. Am Abend des 2. November 2006 verließ Jason die Stadt für eine Geschäftsreise. Am nächsten Tag erhielt Michelles Schwester Meredith einen Anruf von Jason, der alles veränderte. Kurz vor ihrem 3. Hochzeitstag hatte Jason online eine Tasche für Michelle gekauft und versehentlich die Rechnung an den heimischen Drucker geschickt. Jason bat seine Schwägerin Meredith um Hilfe und sie ging nach Hause, um die Überraschung nicht zu verderben. Obwohl Meredith normalerweise nicht gut mit Jason auskam, beschloss sie, angesichts dieser fürsorglichen Geste zu helfen und hoffte, ihre Schwester und Nichte zu sehen. Als sie durch die Hintertür eintrat, bemerkte sie die beängstigende Stille im Haus. Michelles Tasche und Schlüssel lagen in der Küche. Trotz ihres Rufs nach Michelle gab es keine Antwort. Nur das Wimmern des Hundes war zu hören. Als sie das Schlafzimmer betrat, fand sie Michelle auf dem Gesicht liegend und blutüberströmt. Bei Berührung spürte sie, dass Michelle bereits starr war und entdeckte Cassidy, die unter dem Bett hervorkroch. Die Tante nahm das 2-jährige Mädchen in die Arme und verließ den Ort. I need an ambulance. Okay. It's an emergency. What address are you at, ma'am? Ma'am, what's your phone number in case I lose you? Problem, tell me exactly what happened. I think my sister's dead. Okay, tell me what happened, ma'am. I have no idea. Oh, my God. All right, stay on the phone with me, please. What's your name? Meredith Fisher. Meredith. And this is a young address. Oh, my God. Meredith, listen to me, please. Yeah. Are you with the patient now? Yes, I'm her daughter. Okay. How old is the patient? And there's blood everywhere. She's 28, 29. 28? Should I try to move her? Listen to me, ma'am. Yeah, I'm going to tell you what to do, but okay. You need to calm down so we can help her. You said there's blood everywhere? Yes. All right. Is she conscious? No, I don't think so. Should I try to help her? Listen to me, ma'am. I'm listening. Is she breathing? I don't think so. Have you checked? Michelle, she's cold. Okay. Listen to me. Did you see what happened? I don't know. Kathy, come here, sweetie. I'm here with our daughter. Okay. There's like blood footprints all over the house. Okay, listen to me. My daughter, like her daughter's little footprints. Okay, listen to me. What's your first name? Meredith. All right, Meredith. Yes, sir. Did you see what happened? I just came here on a fluke. I usually, you know, don't come here during the day. Okay. She shouldn't be home. She should be at work. Like. Okay, listen to me. Yes, sir. Hey, did you know what happened to Mommy? Did she fall? Do you think she's beyond any help? I don't know, honestly. You don't know? All right. I'm normally very good under pressure. Okay. We're going to tell you what to do then, okay? Yes, sir. Are you right by her now? I'm keeping her daughter out of there. Okay. All right, so you're not with her? I'm right outside the bedroom. All right. Can you get her daughter secured? Can you carry the phone into where she's at? Yes. All right, can you secure her daughter? Cassidy, sweetie, can you stay in your room for 2 seconds, okay? Okay. Okay. Can you close the door for 2 seconds? I'll be right back here, okay, sweetie? All right. Can you get her on her back? Okay. Oh, my God. Michelle? I don't think so. She's so heavy. Let's see if you can get her on her back. I really think she's dead. Pardon? I really think she's dead. Okay. You can't roll her over? Not easily. Are you going to have to try? Hang on. I'm trying to see if I can get her pulse. You missed it.
We got to try to do CPR if we can get her on the back, Meredith. So she's ice cold. She's cold? Okay. All right. And her body is stiff. Okay. Then don't try. If she's cold, then there's, oh my God, there's probably nothing that she can do. Should I not touch anything? All right. Try not to touch anything more than you did. Was anything out of place or unusual when you came in? This place does not look like what it normally looks like. Okay. What? There's blood in the bed. Okay. All right. Try not to touch anything else, okay? Okay. I just moved the pillow. Just leave everything exactly where it is then. Die Autopsieberichte haben enthüllt, dass Michelle an den Folgen eines stumpfen Schlags auf den Kopf gestorben ist, begleitet von zahlreichen Brüchen, Zahnverlust und Gehirnblutungen. Der herzzerreißendste Befund war eine Spielzeugpuppe neben Michelles Kopf, wahrscheinlich von Cassidy dort platziert. Es gab keine Anzeichen für gewaltsames Eindringen in das Haus, was darauf hindeutete, dass die Täter entweder einen Schlüssel hatten oder durch die offenstehende Garagentür eingetreten waren. Jason, der zum Zeitpunkt des Verbrechens auf Geschäftsreise war, erschien zunächst unschuldig in den Ermittlungen. Er hatte ein starkes Alibi durch einen Zeugen im Hotel. Allerdings, als der Verdacht gegen ihn zunahm, befragte das Hotelpersonal die Detektive und überprüfte die Sicherheitskameras. In dieser Nacht bemerkte ein Hotelmitarbeiter bei routinemäßigen Kontrollen, dass die Tür des Notausgangs im dritten Stock mit einem kleinen Stein offen gehalten wurde. Dies ließ vermuten, dass jemand die Tür offen ließ, um die Haupteingangstür zu umgehen und das Schlüsselkartensystem nicht zu nutzen. Später stellte sich heraus, dass die Kamera, die den Notausgang überwachte, in den letzten Aufnahmen ausgeschaltet war. Eine Stunde später, als die Kamera erneut überprüft wurde, war sie zur Decke gerichtet, was sehr ungewöhnlich war. Da die Kamera seit Jahren unberührt war und keinerlei Manipulationen unterzogen worden waren, verdichteten sich die Verdächtigungen gegen Jason. Jason, der nach dem Aufwachen vom Mord erfuhr, führte eine Reihe von Telefonaten, alle unter 10 Sekunden. Die Ermittler interpretierten diese Anrufe als Handlungen eines in Panik geratenen Mannes. Schließlich war seine Frau einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Während der Untersuchung verfolgten die Detektive die Zahlungen Jasons an Tankstellen und verglichen diese mit der gefahrenen Strecke. Ein Tankstellenmitarbeiter auf der Route behauptete, Jason am Morgen gesehen zu haben, wie er sein Auto betankte. Obwohl Kunden normalerweise zur Identifikation oder Vorlage einer Kreditkarte aufgefordert wurden, weigerte sich Jason, diese zu zeigen, beschimpfte den Angestellten und es kam zu einer Auseinandersetzung. Diese seltsamen Behauptungen zeigten, dass Jason in dieser Nacht mehr Kilometer zurückgelegt hatte, als angenommen, was auch mit dem Verkaufsjournal der Station übereinstimmte. Diese Hinweise beunruhigten die Polizisten, aber sie benötigten mehr Beweise, um Jason anzuklagen. Während der Ermittlungen kamen einige Wahrheiten über Jason ans Licht. Es schien, als hätte er eine andere Frau in seinem Leben. Während Michelles vierten Schwangerschaftsmonat hatte eine der Geschäftsreisen, die Jason nach Florida unternahm, einen ganz besonderen, nicht mit der Arbeit verbundenen Zweck. Etwa einen Monat vor dem Mord besuchte Michelle Young das Haus des Paares und sprach während ihres Besuchs mit Jason über ihre Eheprobleme. Die Tatsache, dass beide in ihren Ehen Probleme hatten, führte dazu, dass sie fast täglich Nachrichten austauschten. Und zwischen Jason und Michelle Young entwickelte sich eine Beziehung. Mehr als ein Jahr nach dem Mord gab es immer noch keine Verhaftung und die Ermittler kehrten erneut zum Haus des Paares zurück, um nach Beweisen zu suchen. Familie und Freunde, die von Jasons Beziehung zu Michelle Young erfuhren, glaubten, dass er der Täter war und drängten die Detektive, aktiv zu werden. Besonders beunruhigend war, dass Cassidy immer noch bei ihrem Vater lebte, was in der Familie Ängste auslöste, dass auch sie Schaden nehmen könnte. Nach 3 Jahren intensiver Ermittlungen handelte die Polizei endlich und Jason wurde wegen des Mordes an Michelle Young verhaftet. Die Staatsanwaltschaft bemühte sich, eine starke Anklage gegen Jason zu erheben, um ihn hinter Gittern zu bringen. Sie brachten beweisführende Zeugen vor
und übten Druck auf ihn aus, ein Geständnis abzulegen. Im Juni 2011 kam es zu seiner ersten Verhandlung, bei der sich die Jury nicht auf ein Urteil einigen konnte, was für seine Familie enttäuschend war. Doch nur 7 Monate später wurde eine stärkere Anklage gegen Jason erhoben und bei der zweiten Verhandlung trat eine überraschende Zeugin auf. Jasons geliebte Michelle behauptete, dass er Eheprobleme hatte und sie sogar in der Vergangenheit belästigt hatte. Aufgrund von Hotelregistrierungen, Zeugenaussagen an Tankstellen und den Aussagen der Zeugen verkündete die Jury nach langen Beratungen ihr Urteil. Jason Young wurde schuldig befunden, seine Ehefrau Michelle Young ermordet zu haben und zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Bis 2017 beantragte Jason eine dritte Verhandlung im Berufungsverfahren, doch sein Antrag wurde abgelehnt. Viele Menschen glauben an Jasons Unschuld und fordern seine Freilassung, überzeugt davon, dass er zu Unrecht verurteilt wurde. Cassidy, deren Mutter tot ist und deren Vater im Gefängnis sitzt, wird von ihrer Tante Meredith aufgezogen. Bevor ihr das Video beendet, das Video links ist verstörend und wird nur für erwachsene Zuschauer empfohlen. Die Wiedergabeliste rechts besteht aus Videos, die von euch sehr geliebt werden.